geht es Ihnen auch so wie mir, dass Sie staunen, wie Menschen sich verändern können. Manche werden sogar vom Verbrecher zum Heiligen, vom Saulus zum Paulus, wie man so schön sagt. Auf einen unserer Gäste heute trifft das zu. Er saß wegen Millionenbetrugs und Unterschlagung 5 Jahre im Gefängnis. Dort bekehrte er sich zu Gott. Immer ganz nah bei Gott sind die Mönche vom Kloster Andex. Doch hinter dem Mythos Andex steckt ein knallhartes Wirtschaftsunternehmen. Deshalb heute an Pfingsten die Frage: Geld oder Gott? Was macht uns glücklich? Herzlich willkommen am Pfingstsonntag hier am Brandenburger Tor. Ja, was Pfingsten historisch bedeutet vor 2000 Jahren, das hört man heute in den Kirchen. Wir machen heute eine halbe Stunde Pfingsten ganz aktuell. Und das sind meine interessanten Gäste. Ich begrüße Abt Johannes Eckert, er ist Chef des Klosters St. Bonifaz in München und des legendären Klosters Andex, besonders bekannt durch das Andexer Bier. Ist aber auch ein Touristenmagnet und so der Inbegriff des bayerischen Lebensgefühls. Manchmal hat die CSU da seine Klausurtagung. Herzlich willkommen, Abt Johannes. Und ihm gegenüber sitzt eine schillernde Persönlichkeit, anders kann man es gar nicht sagen. Einst in der Münchner Schickeria zu Hause mit Leuten zusammen, die unser eins nur vom Fernsehen kennt. Und heute bedeutet ihm das Ganze nichts mehr. Und was dazwischen war, das wird er uns erzählen. Herzlich willkommen, Josef Müller. Hallo. Ja. Herr Müller, Gott oder Geld? Sie haben mal mit wahnsinnig viel Geld zu tun gehabt. Jetzt glauben Sie an Gott. Gott oder Geld? Was macht uns glücklich? 50 Jahre lang, bis zu meinem 50. dachte ich, dass Geld glücklich macht. Geld, Erfolg, Ruhm macht und bin ihm einfach nachgelaufen. Und mit 50 hatte ich ein Erlebnis, wo ich heute sehr stolz und das bin und das mein Leben jetzt ausfüllt. Und dann habe ich kennengelernt, was wirklich glücklich macht. Und das ist eben nicht das Geld gewesen. Mhm. Abt Johannes, was macht glücklich, Gott oder Geld? Also natürlich macht die Gottesbeziehung glücklich, aber man kann natürlich auch mit Geld viel Gutes tun. Also wir kriegen ja zum Beispiel keine Kirchensteuer, müssen das erwirtschaften, was wir brauchen. Und versorgen so 200 Obdachlose beispielsweise tagtäglich in München, in St. Bonifaz. Und ich glaube, die sind dann auch ein bisschen glücklich, wenn sie bei uns sind und da eben versorgt werden. Das ist der Abt, der Kloster Andex leitet, und Champagner Müller, wie er früher hieß, bei der Münchner Schickeria in der bayerischen Landeshauptstadt. Das sind Sie, unsere beiden Gäste. Das Benediktinerkloster Andex auf dem Heiligen Berg Bayerns im Bistum Augsburg. Hier haben Glaube und Kommerz nebeneinander Platz. Denn das Kloster ist ein florierendes Wirtschaftsunternehmen. Braustüberl und Restaurant sind Anziehungspunkt für mehr als 1 Million Pilger und Touristen im Jahr. Das Kloster hält Lizenzen für Liköre, Schnäpse und Fleischspezialitäten. Die hauseigene Brauerei ist die größte Klosterbrauerei Deutschlands. Jahresumsatz? Geschätzte 25 Millionen Euro. Geld, das gebraucht wird, sagt unser Gast, der Andexer Abt Johannes Eckert. Es muss einiges investiert werden, auch in die Brauerei, in die Wirtschaftsbetriebe und dann eben aber auch unsere Arbeit mitten in der Stadt, sei es jetzt die Seelsorge oder eben auch die Obdachlosenarbeit. Unser zweiter Gast behielt sein Vermögen immer für sich. Josef Müller, ehemals Anlageberater, ehemals Honorarkonsul von Panama und in den 90er Jahren Star der Münchner Schickeria. Müller ließ es krachen, verkehrte in Jet-Set-Kreisen. Doch seine Yachten, seine Drogen und dicken Autos finanzierte er sich mit dem Geld seiner Kunden und landete 2005 wegen Millionenbetrugs im Knast. Dort, in Momenten der Besinnung, fand er seinen Glauben wieder. Er sagt, mit den Tränen der Reue kam die Beziehung zu Gott zurück. Sie haben eben von Ihrer seelsorglichen Arbeit gesprochen, Abt Johannes. Braucht es ein tiefes Tal, um zum Glauben zu kommen oder zurückzukommen? Es kann das tiefe Tal geben. Wir werden ja wahrscheinlich auch noch was davon hören. Aber es gibt ganz unterschiedliche Bewegungen, wie Menschen zu Gott finden oder zum Glauben finden. Papst Benedikt hat ja mal gemeint, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Mhm. Und ich glaube, da wird jeder so seinen eigenen Weg finden müssen. Mhm. Diesen besonderen Weg von Josef Müller, der interessiert natürlich.
Mal ein paar Sätze zu Ihrem alten Leben. Das war Schickeria, das war wahnsinnig viel Geld. Das war aber auch das Geld, sich von Leuten zu holen, was Sie nachher ins Gefängnis gebracht hat. Das ist genau das Problem. Ich hatte ganz normaler Steuerberater, angefangen mit einem Mitarbeiter, mit dem Lehrling, wie es früher hieß. Und dann plötzlich hatte ich mehr Kanzleien, 4 Steuerkanzleien, 50 Mitarbeiter und wäre eigentlich zufrieden gewesen. Nette Freundin und Haus am Gardasee als Münchner und ein Boot und wäre eigentlich normal glücklich, wenn er nicht gierig geworden wäre. Obwohl Sie da schon im Rollstuhl gesessen haben. Ich hatte mit 17 Jahren einen Autounfall und seitdem bin ich querschnittgelähmt und sitze im Rollstuhl. Das hat mich aber nicht gehindert, sondern man hat zu mir gesagt, einfach hast du was, bist du was, verdienst du Geld, dann ist der Rollstuhl nicht so wichtig. Und das war es auch so. Ich habe das damals nicht so irgendwie als hindersam oder hinderlich empfunden. Sie kamen dann als Millionenbetrüger ins Gefängnis, 5 Jahre und 4 Monate. Sie sprechen von Reue. Wie ist das gewesen? Ich möchte sagen, man sagt es so als geflügeltes Wort, aber ich sage wirklich, Gott sei Dank kam ich ins Gefängnis. Weil ich bin nicht nur in die falsche Richtung gelaufen, sondern ich war vollkommen, ich sage mal, man steigt immer höher und sieht dann die anderen Menschen gar nicht. Und plötzlich kam ich zum ersten Mal in einer kalten Zelle, wo ich ganz Mutterseelen alleine war, ohne viel Glamour und Schickimicki, kam ich zum Nachdenken über mein Leben. Und das hätte ich viel früher machen sollen. Und da kam mir eigentlich, dass ich nur eigentlich das Leben und das Geld eigentlich vergeudet habe und war eigentlich froh, dass ich das noch erkannt habe mit 50. Und dort hatte ich eben eine Begegnung mit dem Glauben, mit Gott und habe mein Leben überdacht, habe ich bereut, was ich getan habe. Ich habe 2 Tage, da habe ich kein Problem, das zu erzählen. Ich habe 2 Tage lang geweint. Aber nicht aus Selbstmitleid, sondern über mein dekadentes Leben, Geld rausgeschmissen, nur Partys und so. Ja. Und dann habe ich eigentlich erkannt, dass es noch einen anderen Weg gibt. Und da hat mir eben Gott dabei geholfen. Und das habe ich niemals gedacht früher. Und das war Reue. Hat es bei Ihnen auch so einen Einschnitt gegeben in Ihrem Leben? Denn sich zu entscheiden, Pater zu werden, Priester zu werden, bedeutet ja auch, auf vieles zu verzichten. Heiraten zum Beispiel. Ja, ich würde sagen, bei mir war es ein Prozess. Also so, dass die Frage schon immer im Raum stand, aber dass natürlich auch andere Möglichkeiten, Lebensentwürfe auch mir als interessant gegolten haben, klar. Aber ich habe doch immer gespürt, mich lässt es nicht los. Und irgendwann muss man es dann auch mal ausprobieren, so dass man sagt, ja gut, ich wage jetzt mal den Schritt in ein Kloster. Also es geht ja bei uns auch so schrittweise, es ist ein Prozess über 5 Jahre, der Eintritt. Wo man auch sich immer wieder selbst prüft und die Gemeinschaft einprüft. Ja, und da bin ich hängen geblieben. Bei Ihnen ist das sozusagen ein Zwangskloster gewesen. Sie saßen im Gefängnis, Tür zu, und dann musste man darauf reagieren. Man konnte nicht weg. Das war fast wie eine Klosterzelle, habe ich mir gedacht. Nur noch viel komfortabler. weil ich hatte ein Flatscreen, also ein Flachbildschirm. Und mir ging es eigentlich in der Haft, in der bayerischen Haft, sehr gut. Also im Vergleich zu dem, weil ich auch erkannt habe, wenn Sie einen Fehler macht, da muss ja irgendwo Strafe da sein. Sie können nicht nur sagen, Sie bereuen was, sondern es muss eine Strafe da sein. Und für mich war es gut, dass ich 5 Jahre im Gefängnis war. Weil ich habe im Gefängnis meine, obwohl es total paradox ist, meine wahre Freiheit gefunden, nämlich die innere. Und das gibt mir heute Kraft, es gibt mir Power, Energie, davon überall zu erzählen. Das wird ja oft auch zu Priestern gesagt, nach dem Motto, also du bindest dich da an einen Orden, wie bei Ihnen die Benediktiner, oder in so ein Amt, dann bindest du dich an Verpflichtungen, du darfst nicht heiraten, Armut und. Empfinden Sie das als Freiheit? Ja, also die Bindung kommt ja aus Freiheit. Dass ich sage, ich möchte frei sein, also ich binde mich jetzt nicht an einen Partner oder ich binde mich nicht an konkreten Besitz, um frei zu sein für diese Gottesbeziehung, was sich ja bei uns dann auch in der Lebensweise ausdrückt, mit Gebetszeiten, Gemeinschaftszeiten, mit den Aufgaben, dass ich einfach da freier bin. Und ich muss schmunzeln, weil ja Sie von der Zelle reden, das ist ja eigentlich klösterliche Diktion. Also die Zella war ursprünglich das Innerste, das Heiligtum in dem Tempel. Wo also, und die alten Mönchsväter sagen, wie der Fisch ins Wasser, so gehört der Mönch in seine Zelle. Also so dieser Lebensraum, wo man auf sich geworfen ist und frei von allem ist und dann aber auch wirklich zu den eigentlichen Fragen findet des Lebens. Wie passt das jetzt zusammen? Ordensspiritualität, geistliches Leben und auf der anderen Seite ein knallhartes Wirtschaftsunternehmen mit
weltweiter Konkurrenz, allein was das Bier schon angeht. Gut, also zum einen, der heilige Benedikt schreibt in der Regel, wir sollen von unserer Händearbeit leben. Also sprich, was wir brauchen, müssen wir erwirtschaften. Ich habe es vorhin ja schon erwähnt, dass wir keine Kirchensteuer bekommen. Das heißt aber, das erdet dann auch unsere Spiritualität. Ich denke, da muss man sich dann auch mit dem auseinandersetzen, was unser Leben ausmacht. Und sich auch dem Wettbewerb in dem Sinn stellen, dass man sagt, gut, wir stehen für Produkte, die Premiumqualität haben. Die Aufgabe, Bier zu brauen, ist uns mit der Wallfahrt hinzugewachsen, damals vor 550 Jahren. Und ich finde es aber gar nicht schlecht. Es gehört ja, das eine ist das Ora, aber auch Labora. Und Benedikt Beten, ist arbeiten, ja, ich werde oft gefragt, was das wichtigste Wort ist von Ora et Labora. Und ich sage immer et, das und. Ja, weil es zusammengehört. Wir müssen von etwas leben und das bildet die Grundlage, aber es darf nicht das Eigentliche sein. Von was leben Sie heute? Beziehungsweise Sie haben von Reue gesprochen. Ja. Heißt Reue auch Wiedergutmachung? Das ist das Erste. Und dahingehend, Sie haben, wissen Sie, ich habe jetzt heute 10 Millionen Schulden, wobei die Hälfte ist an Banken. Man verzeihe mir, dass ich da jetzt nicht so arg schlechtes Gewissen habe. Die haben schon längst abgeschrieben und melden sie ja gar nicht. Aber es sind schon ein paar Leute dabei, die bei mir seinerzeit investiert hatten und denen es heute nicht so gut geht. Und da möchte ich helfen. Und deshalb habe ich ein Buch geschrieben vor einem Jahr, ziemlich bester Schurke, und habe beim Verlag die Autorenhonorare abgetreten an einen Anwalt, um dann dort die notleidenden Schuldner irgendwie einen Vergleich zu finden. Da machen Sie sogar auf Rädern Werbung, sehe ich jetzt hier an Ihren Rädern. Ein ganz spannendes Buch, wo Ihre Lebensgeschichte drinsteht. Sie haben auch ein spannendes Buch geschrieben. Das war dann gleichzeitig Ihre Promotion. Dienen statt Herrschen. Unternehmenskultur und Ordensspiritualität. Und da haben Sie verglichen die Benediktiner mit BMW. Wie sind Sie darauf gekommen? Es hat biografische Hintergründe. Sie haben ja vorhin schon gefragt, wie man ins Kloster kommt. Ich habe zuvor Theologie studiert und habe so gesucht, was könnte ich machen. Und habe mich da auch in den wirtschaftlichen Bereich reinbewegt und so ein Praktikum bei BMW gemacht. Und dann stand die Frage, ob ich bei Ihnen Diplomarbeit schreiben will zunächst. Und da kam dann auch die Idee zu sagen, jetzt muss ich das auch mal im Kloster ausprobieren. Und so kam ich eben dann nach St. Bonifaz und so ist die Idee entstanden, dass die Welten eigentlich gar nicht so weit auseinander sind. Also führen heißt ja Vorbild sein und so heißt es in einem Leitsatz bei BMW und Menschen dienen. Und da schreibt ja auch Benedikt in der Regel, also magis prot esse quam prese, mehr nützlich, dienlich sein, wie vorne dran stehen. Und so habe ich dann eben Unternehmenskultur bei BMW untersucht und Ordensspiritualität bei uns und so Bezüge hergestellt. Und es ist immer spannend, zu uns kommen ja auch viel Leute, die sich zurückziehen wollen aus der Wirtschaft, also Führungskräfte bei den Exerzitien für Manager, wie das dann bewegt, dass sie spüren, wir leben in dieser einen Welt, wir können nicht uns auseinander dividieren. Hier knallharter Manager und auf der anderen Seite Familienvater oder weiß Gott was, sondern es muss da auch Verbindungen geben und ich glaube, das soll das eine Hilfe sein. Sie sprechen vor unglaublich vielen Menschen, die ihr Schicksal einfach bewegt. Ja. Sind Sie der Meinung, dass dadurch, dass Sie das erlebt haben, das dann auch umso authentischer wirkt? Also unser eins redet ja oft wie der Blinde von der Farbe. Also es ist so, ich habe erfahren durch eigene Erfahrungen, dass Zeugnisse in der Welt ganz wichtig sind. Weil Zeugnisse, das sind Geschichten, die die Menschen berühren, weil es einer von ihnen, ich fühle mich heute nicht mehr in dem zugehörigen Reich der Reich der Schönen und Reichen, sondern ich bin ein ganz normaler Bürger eines ehemaligen Kriminalkommissars und einer Operationsschwester aus Fürstenfeldbruck bei München. Und da muss ich sagen, meine Geschichte erzähle ich so, wie ich erlebt habe, ohne viel Bibelstellen und ohne alles, so wie es mir gekommen ist. Und glauben Sie mir eins, Herr Hane, ich habe nicht an Gott geglaubt, mehr als dass es Tradition war. Ich war auch in Andex, ich konnte sogar mit dem Rollstuhl und mit dem Auto hochfahren, bis oben hin und habe Bier genossen und auch Gott so, wie ich es als Tradition gesehen habe. Aber das ist, dass Jesus lebt, dass es heute mit einem lebt. Schauen Sie, ich lebe heute alleine, aber ich lebe heute, ich sage mal, als Single, aber ich bin nicht alleine, weil Jesus mit mir ist. Und das ist das Schöne dran. Es gibt ein Gefühl, eine etwas, das ist wie ein Feuer, das innen einbrennt. Das kannte ich nie. Ich kannte nur immer Feuer von außen und möglichst was es gekostet hat. Wenn wir Pfingsten denken, Ausgießung des Heiligen Geistes, hat man den Eindruck, dass es der Welt heute eher ums goldene Kalb geht, also der Tanz um Erfolg, um Geld. Ist das etwas, was... Also nicht so pessimistisch sehen. Also mir begegnen auch viele Menschen, die auf der Suche sind. Also gerade auch religiös suchend. Also gerade wenn Sie Andex erwähnen, wenn man da mit dem Habit durch den Biergarten geht,
kannst eigentlich Seelsorge betreiben, also was da für Fragen kommen, ja, was Menschen wirklich bewegt oder wenn man liest, was in die Fürbittbücher drin steht, ja, oder also Autobahnkirchen zum eben. Beispiel, ja. Also von daher würde ich auch sagen, es ist auch eine ganz bunte Suchbewegung danach, mhm, nach Gott. Ist ja dann sehr benediktinisch, mhm, wenn Benedikt den Mönch als Gottsucher, mhm, beschreibt. Er muss ihn auch noch gar nicht gefunden, mhm, haben. Ja, ja. Aber so diese Sehnsucht nach erfülltem Leben und nach dem Meer, die ist schon da. Und ein paar von den Menschen, die hier draußen rumlaufen, die haben wir auch mal gefragt, was halten Sie eigentlich davon? Ist es möglich, dass Menschen sich so total verändern und dass sie durch eine solche Notsituation ihren Glauben finden? Ich habe das durch meine Mutter miterlebt, die eigentlich selten in die Kirche ging, wie sie dann aber sehr schwer krank wurde. Da kam dann der Glaube. Sie werden es nicht glauben, ich wohnte in München in einem Studentenheim, da war oben eine Kapelle drinnen. Und bevor die Prüfung war, ging ich immer wieder zur Kapelle oben und habe meine Stoßgebete losgelassen und den Beistand herbeigerufen. Mein Stiefvater ist tödlich verunglückt und das war natürlich so ein Schmerz, den man ja selbst kaum fassen kann. Und da war mein Glaube an Gott natürlich auf eine harte Probe gestellt. Nichts gegen den lieben Gott, aber gegen sein Bodenpersonal. Die Kirche ist ein bisschen veraltet. Der Klingelbeutel rum, man muss zahlen, die Beiträge an sich, Kirchensteuer. Dann weiß man nicht, was mit dem Geld passiert, wenn irgendwelche prunkvollen Bauten da errichtet, wie irgendwelche Kardinäle. Wie ein Placebo in der Medizin. Wenn man daran glaubt, dass es einem hilft, dann hilft es einem auch. Aber ja. Persönlich bin ich lieber der Steuermann meines eigenen Schicksals und vertraue da nicht auf irgendwas, was nicht greifbar ist. Ja, da frage ich mal den Champagnermüller, wie er früher genannt wurde, in seinem wilden Leben und Millionen, 40 Millionen durchgebracht hat. Ja. Da waren Sie immer als Steuerberater ein Mensch der Fakten und der Daten. Sind Sie jetzt mit Ihrem Glauben, wie die Dame eben sagte, einem Placebo aufgesessen, also irgendeinem höheren Wesen? Ich verstehe die Dame, weil man muss es, glaube ich, selbst erleben und man muss es selbst durchmachen oder sich erzählen lassen. Ganz einfach, ich hatte früher nie an Mystik, Horoskope oder sowas, es war mir total fremd. Ich habe nur an Bilanzen geglaubt, an Kontoauszüge, an Fakten, wie man so schön sagt, Zahlen, Daten, Fakten, ZDF. Und heute, wenn Ihnen, wie gesagt, Jesus begegnet, wenn Sie damit zu tun haben, mit dem Heiligen Geist und Sie haben dann eine, bei mir war es ja wirklich eine Bekehrung von heute auf morgen. Ich habe mein Leben Jesus übergeben, ich wusste das gar nicht. Und wie ich es ihm übergeben habe, zwei Tage später, dachte ich, jetzt müsste es wenigstens blitzen und donnern, was es nicht gemacht hat. Aber zwei Tage später bin ich aufgewacht und hatte eine Freude innen und eine Power und Energie, dass ich im Gefängnis rausgegangen bin und die ganzen Menschen umarmt habe. Und ihr habt gesagt, heute ist ein schöner Tag, Gott liebt dich und ich auch. Und dann sind alle zum Arzt gerannt und haben gesagt, die Pillen, die der Müller hat, die möchte ich auch. Ja. Haben. Und das war etwas, ich glaube, das kommt von innen raus. Man kann es nicht von außen aufsetzen. Das ist nicht etwas, wo man liest und man hat es. Sondern es muss von einem innen packen. Und mich hat so gepackt, dass ich heute überall in der Bibel heißt es, wobei ist ein ganz wichtiges Wort, immer in der Bibel zu lesen, jeden Tag vielleicht 15 Minuten. In der Bibel steht drinnen, da, wo das Herz voll ist, da geht der Mund über. Und leider ist die Sendezeit zu kurz bei uns. Aber das merkt man natürlich auch, was Sie alles zu erzählen haben. Ja. Geht es Ihnen auch so, dass da auch manche in der Kritik sagen, sie haben ihr ganzes Leben umgestellt und bilden sich da irgendwas ein? Also wie kann man Gott überhaupt beschreiben oder erfahren? Also ich denke, es ist legitim, dass, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt halt ganz unterschiedliche Wege. Ich glaube, bei mir ist es wirklich diese große Sehnsucht nach einem Du, der zu mir Ja sagt, der mich annimmt. Dass ich spüre, ich bin getragen in meinem Leben, auch in meinen Fehlern, was ich mache, und ich darf heimkommen. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, diese Erfahrung. Also das erfahren ja viele auch konkret in Menschen, wo man sagt, da kann ich wieder heimkommen. Und dass wir so uns auch vor Gott vorstellen. Erlebt man da auch mal Spott, vor allem wenn man dann im Habit, im Ornat auftritt? Klar, aber wenn es die Menschen freut, also ich denke, dann sollen sie einen Spaß an einem haben. Und natürlich wollen wir auch ein Stück weit Anstoß sein, in dem Sinne, es ist eine provozierende Lebensweise, wenn man sagt, ich entscheide mich, mein Leben auf Gott auszurichten, in der klösterlichen Gemeinschaft. Es ist provokant in unserer Zeit und es ist auch ein Stück weit ein Ausrufezeichen, eine Fragezeichen. Erleben Sie das eigentlich, dass auch junge Leute mal kommen und sagen, das
Irgendwie fasziniert uns das, interessiert uns das. Können wir da auf Probe mal kommen? Ja, also wir haben jedes Jahr im August Jugendwochen, wo junge Männer bei uns mitleben können. Mhm. Und die finden es absolut spannend. Die finden auch die Kleidung cool, ja, ja. Weil es was zum Ausdruck bringt. Ja, ja. Aber auch so die Lebensweise. Ja. Das spürt man ganz schnell, wie die sich dann auf diesen Wechsel von Gebet und Arbeit, Gemeinschaft, ja. Essen einlassen. Und da auch selber so zur Ruhe und zu ihren Fragen kommen. Und bei Ihnen ist es so, dass doch bestimmt manche sagen, vielleicht auch von Ihren alten Freunden, ja, klar. Der hat einen Knall. Ja klar, ja klar. Also etwas hat mir gut gefallen, und zwar das Wort Gespür. Und wenn man es vielleicht auch ein bisschen bayerisch gesagt, man hat ein Gespür dazu, das ist auch wichtig. Man spürt es. Wenn ich die Dame im Interview sehe, das war von außen gesagt, ich verstehe es ja, ich habe es ja früher auch so gesehen, also ich kann ja nicht böse sein. Aber wenn Sie spüren, wenn Sie merken, da ist jemand da, Sie leben mit einem und Sie machen das nicht aus einem Hirngespinst heraus, sondern es gibt auch dementsprechend, ich sage immer wieder Energie, es gibt Freude. Und diese Freude hatte ich früher nie gekannt. Und das ist das Thema, dass sich andere vielleicht, wissen Sie, viele Leute sagen, jetzt macht er schon wieder ein neues Schurkenstück, ähnlich wie mein Buch oder so. Ich verstehe das. Aber wenn man, ich lade jeden ein, mit mir persönlich zu reden. Und darum lasse ich mich auch gern einladen von Menschen. Auch, werden Sie auch noch mal, sagen wir mal, das doch mal einer der alten Freunde. Vielleicht so wie bei Jesus damals bei Nacht, damit er nicht gesehen wird, er geht zum verrückten Müller. Also aber doch mal, ich wollte ja keine Namen zu nennen, aber doch mal sagt, Mensch, du erzähl doch mal, wie könnte mir das helfen? Ganz selten, aber ich hätte einen Wunsch, nämlich mal in der Nacht zu Hoeneß in die Zelle zu kommen und vielleicht sich damit zu unterhalten drüber, dass es noch eine andere Option gibt. Sie können es den Menschen nicht aufdrücken, aber sie können erzählen davon. Und das mache ich. Ich gehe jetzt zur Tournee jetzt zum Beispiel mit einem christlichen Musiker, mit Werner Hoffmann, der zusammen ein CD rausgegeben hat. Und da erzählt er von der Vaterliebe. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Gerade wir sind in einer Generation, wo die Kriegsväter ja keine Liebe so direkt zeigen konnten manchmal. Und das, glaube ich, das ist wichtig. Man ist immer geliebt. Vater liebt einem immer. Und das ist das Wichtige. Sie haben mal, das fällt mir gerade ein, bei Ihnen in der Zelle einen Mithäftling gehabt. Das war ein ganz bekannter Manager von Siemens. Ja. Und dann haben Sie plötzlich einen Menschen, der ganz oben war, der da nur noch heult. Und ohne Sekretärin. Wobei, ich muss dazu sagen, ich muss dazu sagen, ja, das ist ja das, was blockt meistens beim Anruf. Aber ich muss dazu sagen, geheult in der Art hat er nicht. Er war aber ziemlich fertig. Ja. Und das ist das Entscheidende. Auch zum Beispiel ein Lufthansa-Kapitän. Sie treffen Leute, die wirklich, die in der Welt hohe Positionen haben. Und wenn sie, ich sag mal auch, man ist ja nicht nur nackt vor Jesus, sondern man ist ja in der Zelle, da bekommen sie einer Gefängniskleidung an, und dann sind die wirklichen Dinge, die das trennt sich Spreu vom Weizen, und da glaube ich, da denkt man auch über das Leben und da fallen die Dinge dann ab, nämlich nur auf Erfolg und Bilanzen und solche Sachen, und da bin ich heute froh, ich bin heute richtig glücklich im Leben. Das erleben Sie ja auch, Sie haben Managerseminare, Sie sprechen auch bei Tagungen, dass da doch ein ganz neues Interesse da ist. Ja, eben, weil der Mensch nicht nur von dem einen leben kann. Also er stellt sich die Sinnfrage, für was mache ich das? Was ist mein Lebenssinn, mein Lebenszweck? Und das sind dann die Themen, wo man quasi ganz viel spürt, was Menschen wirklich bewegt. Das ist ja vielleicht auch eine Hoffnung, dass so ein Kloster wie Ihres bestehen bleibt. Haben Sie da aber nicht Angst bei dem Nachwuchsmangel, bei Ordensberufen, dass der Letzte das Licht ausmacht? Also zum einen haben wir Gott sei Dank Eintritte. Sie sind andere, sind oft Männer, die schon reifer sind, die schon Lebenserfahrungen hinter sich haben, so manche Dinge auch ausprobiert haben in ihrem Leben, ist es auch nicht das Schlechteste. Und ich denke, es geht ja nicht um das Bestand des Klosters an sich, sondern dass die Gemeinschaft, so wie sie ist, glaubwürdig Gott sucht. Das ist es. Und dann wird auch mal ein Kloster aussterben. Und glaubwürdig bleibt auch im Blick auf die auf das Geschäftsgebaren. Also beides, es gehört ja zusammen. Und ich denke auch da, dass man da glaubwürdig, dass wir für das einstehen, wo wir unseren Namen draufschreiben und sagen, das sind unsere Produkte und von denen leben wir. Und damit tun wir auch was Gutes. Also wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, Sie bräuchten jetzt einen, der Ihnen bei der Kasse und Bilanzen und so weiter hilft.
Würden Sie Josef Müller einstellen, so als Anlageberater bei seiner Biografie? Also ich meine jetzt nicht die... Blick auf das Finanzamt, ja, könnte das sehr spannend, ja, ja, bei so viel Know-how sein. Ich würde schon gar nicht machen. Ja, ja. Aber nein, einfach, sagen wir, würden Sie sagen, mache ich lieber nicht? Nee, also da finde ich, jeder Mensch soll immer wieder die Chance zum Neuanfang kriegen. Klar. Also man kann wirklich neu anfangen. Also entweder sind wir Christen oder nicht, ja, wo auch Umkehr ernst genommen, ja, wird und warum nicht? Aber Sie haben fast die Antwort schon angefangen zu geben. Würden Sie zurückgehen in Ihren alten Beruf oder sagen Sie, mit Geld will ich nichts mehr zu tun haben? Never, never, weil das, was ich heute gefunden habe, im Neuen Testament steht drinnen, dass ein reicher Mann ein alles verkauft hat, um den Schatz in einem Acker zu haben. Mhm. Was ich gefunden habe, ist ein Schatz, den ich nicht mehr hergeben möchte. Mhm. Und das erzähle ich den Leuten. Aber es kann sein, dass Geld ein Stück Verführung für Sie auch wäre? Wie sehr, ja, verführt Sie noch das alte Leben? Das ist das Interessante. Geld spielt für mich heute wirklich keine Rolle mehr. Und das verstehen die Leute auch gar nicht. Ich verstehe es manchmal selber nicht, dass ich vom Geld nicht mehr angezogen bin. Weil erstmal habe ich es erlebt, zum zweiten Mal hat es mich in die Irre geführt und zum dritten einmal habe ich eine Freude, die nicht mehr abhängig ist von anderen, sondern nur noch mehr von einem. Und der liebt mich. Und bei Ihnen ist die Armut programmiert. Sie dürfen ja als Benediktiner Mönch gar nicht so viel haben. Kriegen Sie ein normales Gehalt als Chef von diesem Weltunternehmen? Nein, also ich kriege kein Gehalt, sondern in der Regel steht bei uns, alles, was sie notwendig brauchen, sollen sie vom Vater des Klosters erhalten. Also das ist die Gütergemeinschaft, in der wir leben. Und da muss man sich halt fragen, was ist wirklich notwendig? Und da ist es eigentlich auch wieder sehr befreiend, dass man eigentlich relativ wenig braucht. Da merken wir im Endeffekt, dass Geld allein nicht glücklich macht, aber auf der anderen Seite es doch gut ist, wenn man ein bisschen hat. Sie brauchen ja auch zum Leben halt. Klar, aber nicht mehr, dass man jetzt Geld hortet. Für was denn? Ja, und sondern ich gebe es gern weiter. Und daraus seine Bestimmung findet. Ja, genau. Ich bedanke mich für diese leider viel zu kurze, spannende Diskussion zwischen Abt Johannes Eckert von Kloster Andechs und Josef Müller. Champagner Müller war er mal und heute ein Missionar für Gott. Herzlichen Dank für einen Einblick in Ihr Leben. Es geht jetzt weiter mit den Heute-Nachrichten. Anschließend der Fernsehgarten. Ihnen noch gesegnete Pfingsten. Das war's für heute. Schönen Sonntag.